Tag zusammen, ich grüße euch. Bevor es mit dem eigentlichen Video richtig losgeht, hier eine kurze Erläuterung. Das gleich folgende Video innerhalb dieses Videos ist ein anderes Video, als es sonst ist. Und zwar das Video mit dem Thema ja nachhaltige Produkte bezüglich Fleischersatz ist ein Bewerbungsvideo gewesen für den YouTube-Kanal ZDF Besseresser. Den kennt ihr vermutlich. Die hatten vor einiger Zeit nach einem neuen Host gesucht, sprich jemand, der auf diesem YouTube-Kanal auch mitmacht. Ich hatte mich da beworben. Ja, die wollen jemand anderen haben, warum auch immer. Vielleicht, weil mein Video 5 Minuten ging, statt die vorgeschriebenen 2 Minuten. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich denen zu alt bin und dass sie lieber irgendwelche jungen Hüpfer haben wollen. Warum auch immer. Es hat jedenfalls nicht geklappt. Und deswegen gebe ich euch das Video jetzt, damit ihr es gucken könnt. Das Video ist halt ganz anders gemacht als sonst, beziehungsweise grob erkennt man meine Struktur. Feuerwehr kommt auch schon. Aber es ist eben sehr zack, 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 weil man hat ein absolut abartig albernes, wohlbemerkt, Zeitlimit. Das ist total lächerlich, so eine Aufgabe zu stellen und dann sagen, mach das in 2 Minuten. Es ging eben darum, von wegen alternative Produkte im Sinne von Nachhaltigkeit zu testen. Und ich habe eben Fleischersatz genommen, um die dann eben vorzustellen, auf Geschmack beurteilen, um eben so ein bisschen Qualität und auch Nachhaltigkeit. Und das wird gleich in dem folgenden Video kommen. Und nur, dass ihr euch eben nicht wundert, warum es so anders ist. Es gibt auch kein Hallo zusammen, ich grüße euch und auch kein Adieu und Ciao. Deswegen quatsche ich jetzt hier das kurz vorne rein, damit ihr so ein bisschen, oh Gott, was ist mit Foodlove los, damit das nicht passiert. Deswegen, ihr wisst Bescheid, das war ein Bewerbungsvideo, aber jetzt ist es dafür für euch. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei und sage jetzt hier an dieser Stelle schon mal Adieu und Ciao. Fleisch wird immer unbeliebter, nicht nur aufgrund ethischer und moralischer Bedenken bezüglich Tierwohl, sondern auch aufgrund der Problematik mit dem CO2-Ausstoßes. Aufgrund dessen möchte ich euch in diesem Video 3 Fleischalternativen von verschiedenen Herstellern vorstellen und die in Bezug auf Nachhaltigkeit und Geschmack beurteilen. Dafür stelle ich euch vor von Garden Gourmet bzw. Nestle die vegetarischen Frikadellen auf Basis von Soja, veganes Virginia Steak von Wheatie auf Basis von Seitan bzw. Weizen und von Hermann der Schnitzel ohne Fleisch auf Basis von Pilzen. Schwimmend in Fett laut Packung, ich würde sagen, das gelingt schon mal. Das war's schon mit den Kochkünsten, die Sachen sind fertig. Riechen tun sie alle mehr oder weniger gut, sehen unterschiedlich aus. Ich fange mal an mit dem Produkt von Garden Gourmet bzw. Nestle, vegetarische Frikadelle auf Sojabasis. Und tatsächlich sieht es ziemlich so aus wie eine vegetarische Frikadelle. Die ist außen braun geworden, knusprig. Sie riecht wie eine Frikadelle, hat eine Struktur wie eine Frikadelle. Das kriegt man oft mit diesen Sojaprodukten hin, dass die so eine leicht faserige Textur haben. Finde ich sehr gut. Auch vom Geschmack nah an einer Frikadelle. Wie gesagt, außen dieses Angeröstete ist perfekt. Wie eine, ich sag mal, Frikadelle mit Paniermehl. Nicht zu feste, locker und von der Würze. Ich wette, wenn man Leute in der Fußgängerzone das zeigen würde, wird keiner schmecken, dass das eine vegetarische Frikadelle ist. So, das Produkt von Hermanns auf Pilzbasis. Noch nie probiert, jetzt zum ersten Mal. Man kann es auch panieren, riecht eher neutral. Konsistenz so ein bisschen wie Seitan. Auch hier außen knusprig geworden und so ein bisschen neutraler vom Geschmack. Muss man natürlich sagen, die Frikadelle ist von der Natur aus, oder eine richtige Frikadelle soll von Natur aus schon würziger sein. Das hier aber ein bisschen natürlicher wie ein Schnitzel. Und dazu auch so eine leichte Konsistenz wie von so einem Hähnchenschnitzel, wie ich finde. Komme zum Virginia Style Barbecue Steak auf Basis von Seitan, also Weizen. Riecht sehr würzig, die Gewürze sehr gut. Konsistenz sieht auch aus wie Fleisch. Und auch hier muss ich sagen, lecker. Wobei man sagen muss, dass hier diese Gewürzpanade außen den Geschmack ausmacht. Ich würde sagen, dass das Ding von Garden Gourmet für mich am leckersten ist. Ich finde, es schmeckt am ehesten wie ein Fleischprodukt und hat irgendwie den originalsten Geschmack. Doch jetzt müssen wir ein bisschen über die Zutaten sprechen.
Das Produkt von Nestle bzw. Garden Gourmet ist geschmacklich auf jeden Fall das leckerste für mich gewesen. Das Problem ist aber, es wird mit Soja hergestellt und ist auch nicht vegan, sprich ist tierische Produkte auch drin. Es ist zwar ein Fleischersatz, aber in dem Fall ist zum Beispiel auch Hühnereiweiß drin, was das Ganze natürlich wieder ein bisschen in ein negatives Licht zieht. Dazu muss man auch sagen, wie bei allen anderen Produkten aber natürlich auch, es ist schwer zu beurteilen, in dem Fall hier zumindest, wo das Soja für den Anbau genau herkommt. Je weiter es weg ist, desto schlimmer ist der CO2-Fußabdruck. Deswegen würde ich hier sagen, eher das schlechtere der drei Produkte. Denn bei diesen Produkten ist es so, wird aus Pilzen hergestellt, sicherlich ein besserer CO2-Fußabdruck als bei Soja. Und von den dreien hier, ich habe ewig danach suchen müssen im Supermarkt, das einzige Produkt, welches wirklich nur EU-Biolandwirtschaft hat. Sprich, die Zutaten kommen nicht von weit her. Der Nachteil hierbei ist allerdings auch wieder, dass es mit Hühnereiweiß zusätzlich gemacht ist. Vermutlich für die Bindung, was das Ganze dann auch wieder ein bisschen, ich sag jetzt mal, aufweicht. Positiv an dem Produkt ist definitiv auch, dass es bio ist. Zusätzlich ist das Ganze aber auch noch vegan, sprich das einzige Produkt ohne ein tierische Zutat, was das Ganze natürlich in, sage ich mal, höhere Sphären hebt, was die ethische und moralische, den Gedanken dahinter betrifft. Und es ist halt auch bio, das muss man auch sagen. Zusätzlich wird es aus Weizen gemacht und Weizen hat einen sehr guten CO2-Fußabdruck. Das muss an dieser Stelle natürlich auch erwähnt werden. Zusammenfassend kann man also sagen, erstmal ist es wirklich extrem schwierig, ich war wie gesagt in einem Bio-Supermarkt, Produkte zu finden, wo man anhand der Packung ausmachen kann, ob der CO2-Fußabdruck gut oder schlecht ist. Das ist so gut wie unmöglich, ohne dass man vorher stundenlang das Internet recherchiert. Man muss halt auf die großen Basics gucken, vegan, vegetarisch, EU, nicht EU, Bio, nicht Bio und so ein bisschen sich vielleicht mal konkret über ein Produkt informieren, um ein ungefähres Gefühl zu bekommen. Und nun kommen wir zu euch. Wie handhabt ihr das mit solchen Produkten? Achtet ihr aktiv im Supermarkt auf die Produkte, die ihr kauft? Was ist eurer Meinung nach das korrekteste Lebensmittel, was ihr in letzter Zeit gekauft habt oder sogar regelmäßig kauft? Schreibt das in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und immer schön sauber bleiben.